Hallo Leute, heute sind wir wieder beim Wildpark Jansbrunn und wie ihr sehen könnt, da ist ein wunderschöner Teich mit jede Menge Fische, Karpfen und Kohls. Da wimmelt es nur so, die haben auch gar keine Angst, die kommen ganz her. Dass in den Teich Biber zum Vorschein kommen, hätten wir uns nicht gedacht. Aber jetzt geht's wirklich in den Tierpark, bis gleich.
Gämse, ha? Ja. Beim Hochschwab gibt es ganz viele. Ein Gebirge. Thank you.
Die Wölfe haben die größte Fläche, sie haben auch mehrere Tunnel für andere Gehege. Und ich schätze, in freier Wildbahn wird der Wolf für den Menschen jetzt nicht so lebensbedrohlich sein, wenn man sich richtig verhält. Für Tiere, für Wildtiere und für Hunde ist der Wolf natürlich sehr gefährlich. Er mag keine Hunde, er mag auch keine Goldschakale. Das sind für ihn Feinde und die würde er auch töten. Aber wie gesagt, für Menschen, wenn man sich normal verhält und nicht wegläuft, keine Angst zeigt, sollte normalerweise, schätze ich mal, der Wolf jetzt nicht die große Gefahr darstellen. Bei Braunbären wird das Ganze ganz anders aussehen. Da hat natürlich der Mensch eine große Gefahr, wenn ein Braunbär auftaucht. Aber auch nur, wenn der Bär Junge hat, dann ist er sehr aggressiv gegenüber Menschen. Ansonsten kann man, wenn man einen Bär sieht, einfach in die andere Richtung weitergehen, nicht laufen, nicht schreien und auch nicht den Bären in die Augen schauen. Ich weiß, das klingt alles leichter gesagt als getan, aber viele Alternativen hat man nicht. Wenn man wegläuft, dann ist man die Beute, dann macht man den Bären eigentlich nur aggressiv. Also man sollte auf das Weglaufen verzichten, einfach die andere Richtung einschlagen, den Bären nicht anschauen und gemütlich weitergehen. Das war's vom Wildpark, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.